Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Ellerbach, die ist nicht im Mod-Hub erhältlich, sondern ihr müsst euch die so im Internet bei den verschiedenen Download-Plattformen runterladen. Diese Datei, wo ihr dann runterladet, müsst ihr in den Mod-Ordner verschieben, dann extrahieren und die extrahierte Datei dann quasi zu dem ZIP-Verzeichnis hinzufügen. Also so wie es bei fast allen Mods außerhalb des Mod-Hub im Farming Simulator 2019 jetzt zum Beispiel war. So, jetzt hat die Karte schon geladen. Da ist quasi die Startposition. Ist bei der Kirche an der Bushaltestelle. Schauen wir uns die Karte mal an. Hier ist sie. Es gibt 7 Höfe, die man spielen kann. Also wenn man es im Multiplayer spielt, können mehrere Spieler auf der Karte spielen. Hier quasi Hof Wolf, Hof Streber, Hof Langer, Hof Münz, Hof Sauer, Hof Meier, Hof Katzental. Schauen wir uns mal an, was wir Tiere haben. Es gibt einen Kuhstall Langer, Hühnerlanger, Kuhstall Katzental, Hühnermeier, Kuhstallmeier, Hühnerwolf, Kuhstallwolf, Hühnerstreber, Hühnermünz, Pferdekoppel 2, Pferdekoppel. Produktionen gibt es momentan noch keine. Aufträge gibt es auch. Dann die Produkte. Gut, ich habe jetzt da noch Platinum Expansion und die Premium Expansion mit drin. Deswegen sind da die Suppen und die Holzgeschichten. Mir springt jetzt da aber nichts ins Auge, was jetzt mehr als Standard ist. Okay, Fahrzeuge haben wir noch keine. Müssen wir schauen, weil normal brauchen wir auch einen Hof, oder? Und ich habe jetzt fast den Eindruck, als ob das quasi eher eine Multiplayer-Karte ist und jetzt nicht so die Singleplayer-Karte. Schauen wir mal, was haben wir da zum Kaufen? Okay, man kann sich die Höfe ja kaufen. Dementsprechend geht es im Einzelspiel auch. Hat jetzt am Anfang noch nichts und 100.000 Startkapital. Ja, ist schon herausfordernd, was Kosten fällt. Schau mal, 68, okay, 32.000. Fangen wir halt klein an. Oder man nimmt ein Waldgebiet mit Mietmaschinen. Kann man sich auch, relativ, 155.000. Wird bei der Bank was leihen müssen, wenn man hier quasi anfangen will. Also man nimmt sich ein kleines Feld und baut halt irgendwas an, was man wieder verkauft. Aber da ist halt die Frage, es geht wahrscheinlich, wenn man dann Forst wählt, etwas schneller. Jetzt schauen wir nochmal ins Baumenü. Die Texturen, was wir haben, ist jetzt auch Standard. Bäume sind auch Standard. Pflanzen haben wir die Büsche. Dann machen wir einen Rundflug. Oder wir können auf der Karte nochmal schnell die verschiedenen Abladestellen durchgehen. Machen wir schnell. Da oben haben wir Tankstelle. Dann haben wir bei mir Agrar einen Workshop, Pferdekoppel 2, Workshop, also da wird wahrscheinlich in jedem Hof die Möglichkeit sein, dass man da seine Fahrzeuge reparieren kann. Hühnermünz, Fahrzeughändler, Pferdekoppel, nochmal ein Workshop, der Lidli, also quasi so ein Supermarkt, Schreinerei, Heizwerk Oberellenbach, Hühnermeier, Workshop, das ist ja wieder ein Hof, Kuhstallmeier, Emma Strickladen. Dann haben wir da nochmal eine Tankstelle, Reifeisen, Kuhstall Katzental, das gehört zu dem Hof Katzental, ein Workshop wieder, Hühnerlanger und Kuhstallanger. Dann haben wir da quasi auch nochmal einen Hof hoch, Silo, Hühnerwolf, Kuhstallwolf, Farmhaus, Hühnerstreber, Workshop, Bierhof, Hammerl, Tankstelle und da oben Fahrzeughändler haben wir schon gehabt. Wir können ja mal zu dem Hof hinspringen, alle Höfe quasi mal kurz anschauen. Das müsste ja auch ein Hof sein, oder? Hof Sauer.
machen wir einfach mal hin, okay. Oh, ist ganz schön schnell. Das wäre der Hof Sauer. Jetzt schauen wir zum nächsten Hof. Ja, ist so eine kleine Werkstatt. Dieser Workshop. Das wäre dann der nächste Hof. Also quasi der Hof Mönz. Dann schauen wir zum Hof Katzental. Das Gebäude ist ja ähnlich gehalten anscheinend. Das ist ja quasi der Hof Katzental. Dann schauen wir zum Hof Wolf. Damit wir das finden, wo man hinspringen kann. Ja, ein bisschen unterscheiden sie sich schon, die Höfe. Also das wäre der Hof Wolf und dann der Nachbar. Das war der Hof Streber und dann geht uns noch einer ab. Börden hat man. 7 beim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann das 7 sein? Ja, das 7. Das ist der Hof Lange. Gut, jetzt können wir auch gleich einen Rundflug machen. Die Karte ein bisschen für die Orientierung. Leg mal da ins Eck runter. Schau mal, weiter ist so eine Waldfläche auch. Nimm einen kleinen See. Da ist dann die Kartengrenze. Ja, das ist so ein Einsiedlergebäude. Das ist hauptsächlich Farmwirtschaft, aber auch. Bisschen was für die Holzfixe unter den Farming Simulator Spielern. Funkturm. Dann nochmal einen kleinen See. Und Waldgebiet auch. Dann haben wir nochmal einen Hof. Das ist nochmal der Ort. Eine Kapelle am Berg. Jetzt nicht groß besiedelt, aber wenn zu dicht ist, sollen ja noch Platz für die Felder sein. Und für die Wälder dementsprechend. Nochmal ganz hoch. Das wäre so quasi die Karte. Muss man halt, wenn man noch Produktion will, kann man sicher was dazu bauen. Und dementsprechend. Also ich denke jetzt für so ein Multiplayer-Spiel mit mehreren Personen, wo es eben auch die verschiedenen Höfe gibt, ist es eigentlich eine gute Karte. Also kann jetzt nicht meckern. Schaut auch so von der ganzen Struktur her in Ordnung aus. Genau. Gut, dann haben wir das. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video liken, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann im nächsten Video.